Hallihallo, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, liebe Freunde zum Großfeuerwerk-Simulator bei Weco Feuerwerk. Ja, ich dachte mir, was gibt es Besseres zum, ja, nahestehenden Silvester? Heute ist der 30. Dezember, es ist kurz vor 3:30 nachmittags, ist klar. Ich dachte mir, komm, du könntest hier theoretisch einen Test draus machen, aber wir machen jetzt einfach hier so ein Special-Video zu Silvester, zu Neujahr, zu 2015. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe einfach auf Feuerwerk. Ich war schon immer einer derjenigen, wenn ich mit Kumpels unterwegs war oder mit der Familie über Silvester, was die anderen auch gemacht haben, ob sie gesoffen haben oder ob es großartig was zu essen gab, gefeiert haben, wie auch immer. Ich war immer derjenige, der sich für 200 Euro Silvesterknaller eingekauft hat und dann bis 2 Uhr morgens noch draußen in der Nacht steht und böllert. Ich feiere das einfach. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Männerspielzeug und ich bin da voll gefangen. Deswegen war es für mich auch gar keine Frage, mir direkt diesen Feuerwerkssimulator zuzulegen, als er bei Steam verfügbar war, für 9,99 €. Ich habe ihn in der im Wintersale bekommen für 8,99 €, also ich glaube 10% Nachlass oder so. Und ich möchte jetzt gerne mit euch ins neue Jahr feiern und das machen wir wie folgt. Ich musste leider die Hintergrundmusik dieses Spiels ausschalten, ne, wegen GEMA-Geschichten, ihr kennt das. Wir klicken auf Spielen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wir können uns Beispielfeuerwerke anschauen. Das können wir ja eigentlich mal machen. Dann haben wir hier einmal Köln, Olympiapark oder Olympiapark 2. Gucken wir doch mal in den Olympiapark, oder? Wir laden das jetzt einfach mal kurz. Nur um euch das mal zu demonstrieren, wie das hier so funktioniert. So, wir sehen hier die, die Abschussplattformen, die können wir auch wechseln. Da haben wir hier oben nochmal einen Bodenplatz, beziehungsweise einen etwas erhöhten und diese Form im See. Dann haben wir hier unten die verschiedenen Feuerwerkskörper, die wir auswählen können. Wir können wählen zwischen Boden, 2,5, 4 und 8 Fuß Höhe. Das bedeutet einfach das, inwiefern hinterher das Feuerwerk in die Luft fliegt. Ich kann es euch ja zum Beispiel mal zeigen. Nehmen wir mal hier so einen, dann kann ich das hier so hinstellen und bumm. Aber wir gehen mal wieder zurück ins Da wären wir wieder. Ja, irgendwie hat dieses Spiel was dagegen, ins Menü zu gehen, während man aufnimmt. Dann kackt es mir jedes Mal ab. Egal, wir sind in Feierlaune. Ich möchte euch gerne mein Feuerwerk zeigen. Laden. Einmal Happy New Year 2015. So, erstellt am 30.12.2014, 14:59 €. Ihr seht schon, das laden wir jetzt. Wart mal kurz, finde ich auch sehr witzig. So, ich lasse mein Feuerwerk auf dem Rhein stattfinden, mitten in Köln, auf einem Frachter, beziehungsweise auf zwei Frachtern, und wir können uns das Ganze jetzt mal anschauen. So, scrollen wir mal nach links. Ich habe das Ganze so versucht, dass ich beide Frachter parallel komplett bestückt habe. Das hier ist so eine Art, ja, so Regen, also ne, hier wird von links nach rechts werden die Effekte abgeschossen, dass es so eine Art Regenbogen gibt. Das hier sind die Mörser, die je nachdem entweder 2,5, 4 oder 8 Fuß hoch schießen. Oder ist es Fuß oder Meter? Ich weiß es gar nicht. Also das Zeichen kenne ich ja eigentlich von Zoll, aber es ist ja ein amerikanisches Spiel. Ja, es gibt wie gesagt diese dicken Mörser. Dann die hier, die sind für besonders hohe Raketen gedacht. Dann haben wir hier einzelne Mörser, die sind für kleinere Effekte, die größtenteils am Boden spielen. Hier haben wir noch seitlich versetzte oder gekippte Mörser, die dann nur in eine Richtung feuern. Das hier ist eine Batterie, die kennt man ja vom richtigen Feuerwerk. Hier wieder etwas, das etwas höher schießen soll. Und das Ganze habe ich, wie gesagt, versucht, auf beiden Seiten ziemlich genau parallel aufzubauen, dass wir hinterher ein schönes Bild im Feuerwerk haben. So, ihr seht schon, hier ist ein Mörser, eine Rakete nach der anderen. Hier haben wir wieder die geneigte, da ist wieder der Bogen. Und die hier, die sind besonders cool, diese kleinen. Die habe ich 4 Stück pro Boot an allen Seiten positioniert. So, und jetzt kommen wir zum Clou des Ganzen. Wir können nicht nur hier einfach irgendwelche Mörser platzieren, sondern wir können das Ganze auch im Sequencer schalten. Bedeutet, wir sehen hier einmal, das ist quasi, also das kann man sich so vorstellen, ich arbeite ja auch mit Adobe Premiere zum Videos rendern und da ist das ziemlich ähnlich. Ich kann hier meine einzelnen Videofetzen nacheinander einbauen und die mit zeitlicher Verzögerung abspielen lassen. So, das Ganze möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich hier das so gemacht. Zum Beispiel diese Blue and Red Boxen, das sind die so seitlich auseinander gehen. Da habe ich auf jedem Schiff 2 platziert und man kann jede Seite einzeln starten lassen. Das heißt, ich habe die allerdings alle gleichzeitig geschaltet, sodass es hinterher ein schönes Bild ergibt. So, und dann das hier, diese gestrichelten Linien,
sind im Prinzip die Verzögerungen. Das heißt, hier wird der Mörser oder die Rakete gezündet, aber erst ab hier ist ein Effekt zu sehen. Deswegen muss man das so ein bisschen mit einbauen, und damit sich das hier so ein bisschen überlappt. Und dann seht ihr auch, es gibt auch sehr lange Effekte, wie hier diesen Kamuro Heaven. Der dauert recht lang, von 35 Sekunden zu 1,10, also ungefähr 40 Sekunden mit einer sehr langen Verzögerungsrate, allerdings auch einem sehr großen Effekt. Und dann, ja, wir können die Videos maximal 1,35 lang machen, beziehungsweise das Feuerwerk, länger geht es nicht. Und ich habe hier versucht, natürlich im Finale so einiges krachen zu lassen. Ihr seht schon die goldenen Vulkane, das sind diese kleinen einzelnen Mörser, die ich euch gerade gezeigt habe. Das kann man auch sehen, wenn ich hier draufklicke. Sieht man hier, wo der positioniert ist. Dann haben wir hier einen Bronzen und Silver Re, weiß ich nicht, und Crow, keine Ahnung. Das sind diese dicken Dinger hier. Und Silver Crow Camu sind noch andere Mörser. Da ist hier noch einer. Und US Color Cam, das fand ich sehr lustig. Das ist, wie ich es schon... Oh nein, warte, nicht speichern. Wir wollen auf positionieren. Das sind diese Dinger hier. Wie gesagt, das sind auch so ja, halbkreise Mörser wie das hier, nur dass der in den Farben der US-Flagge abfeuert. Leider gab es keine in der deutschen Flagge. Vielleicht wird das noch nachgepatcht. Wie gesagt, das Spiel unterstützt nur die deutsche Schrift. Leider keine deutsche Sprache. Aber ihr seht auch, die deutsche Schrift ist auch nur im Menü vorhanden. Also wie bei Höhe, Boden oder Platzierung. Nicht aber bei den Namen der einzelnen Feuerwerkskörper. So, das war jetzt so ein kleines Let's Test von mir. Jetzt möchte ich mit euch ins Jahr 2015 feiern, und dazu lasse ich euch jetzt, beziehungsweise dafür schauen wir uns jetzt gemeinsam mein erstelltes Feuerwerk an. Das waren ungefähr 2 Stunden Arbeit. Man kann es sicherlich noch professioneller machen als ich, aber ich wollte jetzt einfach nur mal ein schönes Feuerwerk haben, um ins Jahr 2015 zu starten mit euch, mit meinen lieben Abonnenten. Ich habe euch ganz doll lieb, glaubt mir. Jetzt gehen wir hier auf Spielen. Und ihr seht schon, eine schöne Kamerafahrt. Aufgenommen wird das Ganze auch. Jetzt zünden wir den ganzen Spaß, und ich freue mich. Ich bin so lange ruhig. So, das war's. Ich fand, es sah eigentlich schon ziemlich professionell aus, oder? Wenn es auch bestimmt nicht so war. Ja, dann bekommt das Ganze noch eine Wertung. Also Beat-Synchronität, wie gesagt, ich konnte die Musik leider nicht nachschalten. Ich musste die ausstellen, da das relativ bekannte Techno-Lieder waren und ich keinen Bock hatte, mir mit der GEMA ins Gefecht zu kommen zum Jahreswechsel. Höhenebenen haben wir nur einen Punkt von 3 möglichen, obwohl ich eigentlich alle 4 Ebenen benutzt habe. Dafür gibt es eine sehr große Effektvielfalt, macht eine Gesamtbewertung von 2 von 3 Punkten. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, ich gehe nicht zurück ins Hauptmenü, da mir sonst das Spiel wieder abschmiert. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. An diesem Punkt Happy New Year 2015. Mögen alle eure guten Vorsätze in Erfüllung gehen. Ich persönlich habe keinen. Naja, ne? Es soll alles so weitergehen, wie es ist. Ich hoffe, dass es mit dem Let's Playen wieder... dass ich noch mehr Zeit dafür finde, noch mehr Spiele zocken kann mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid jedes Mal mit dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Treue. Wir sehen uns im laufenden Jahr, im Jahr 2015. Euer Mr. Let's Walk Through. Macht's gut.